Und willkommen zurück bei Titan Quest. Kleiner Ruckler, die Aufnahme hat begonnen. Und ja, wir brauchen noch einmal Spektralmaterie, dann können wir uns hier mal so eine Schriftrolle oder so eine Formel basteln. Ich gar nicht wissen, was das kostet, ist wahrscheinlich auch schweineteuer. So, dafür wollte ich hier unten gern in das Grab rein. In der Hoffnung, dass dort welche waren. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich bin mir sicher, hier auf dem Plateau irgendwo gab es eine Menge von den Biestern und es fehlt jetzt auch nicht mehr so viel, dass wir ein neues Level abhaben. Die große Sphinx. Ja, da sind sie. Vielleicht haben wir direkt ein bisschen Glück, dass hier einer eins fallen lässt. Komm schon, Spektralmaterie, komm zu mir. Nein. Das Gute ist, ich habe den, oh, eine Wolfsklaue, auch gut, den Brunnen hier aktiviert. Das heißt, wir könnten direkt immer wieder hier neu starten und probieren hier irgendwo einmal das Spektralmaterial herzubekommen. Ah, ne, das sind alles nicht die Gegner, die ich brauche. Helfe aber für den Levelfortschritt auf jeden Fall. Scharfe Klaue, arkane Formel. Boah, sag mal, war das ein Bossmonster? Auch nicht verkehrt. Was bräuchten wir denn dafür? Essenz von Sets Verrat, Wolfsklaue, Schriftrolle der starken Allianz. Ja, 15% Angriffsgeschwindigkeit ist halt auch nicht verkehrt. 5% physischer Schaden, also für alle Begleiter. Komm, wir bauen uns die Todesrassel zusammen. Das ist geil, das ist das, was wir hier das letzte Mal draufgebracht haben. 2 von 3. 40 Leben, 7% Leben. Cool. Einmal fehlt noch. Okay. Hatten wir durch die Hauptaufgabe oder eine der Aufgaben in Memphis bekommen, als wir den Stab des Khufu da zurückgebracht haben. Der hat das für uns fallen lassen als Aufgabenbelohnung. Wusste ich nicht, dass man das hier auch finden kann. Umso besser. Fehlt bloß noch eins, dann würden wir dafür auch den Bonus bekommen. Vielleicht rückt der Bonus noch mal ein bisschen an Lebensenergie raus. Oh. Was willst du denn? Kam da einfach so ein Schattenläufer raus. Jetzt waren das wohl die einzigen Geister. Na, hier kommen Geister. Tapferkeit auch ganz gut. Kommt schon, so ein paar Spektralwesen wären nicht schlecht.
Die leben noch. So, leider nicht. Laden wir wieder neu. Für die Spektralmaterien machen wir das. So, können wir direkt wieder hier am Anfang der großen Sphinx raus. Und hier waren ja direkt welche. Aber wie immer, wenn man sucht, dann droppt es nicht. Ich glaube aber auch vor der anderen größeren Pyramide waren noch einige von den Spektralwesen. Achso. Gut, vielleicht haben die was fallen lassen. Ich hatte es noch nicht angestellt. Ne, okay. Wir machen jetzt hier nicht mit der Hauptaufgabe weiter, bevor wir nicht einmal Spektralmaterial gefunden haben. Da sind noch ein paar. Toll, ey. Zweimal Außenpanzer. Ah, genau, hier unten. Okay, waren doch bloß die beiden. Gleich ein neues Level. Na, dann lohnt sich's doch. Jo, Level 25. Das gute alte Farmen. Mache ich auch mal sehr gern eigentlich. Corona der Hilfe. Ich glaube, sowas ähnliches hatten wir schon mal. Keine Spektralgeister mehr. Ich sehe gerade, die laufen eine ganze Weile hinter einem her. Hatten wir nicht mal irgendwo richtig viel von den Viechern? Killen wir die da unten wieder in der Grab, in der Sphinx. Auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich immer noch mal auf Speichern gehen muss. Ich mach's einfach. So, und nochmal. Oh nein!
hat das mit dem Drehen gerade nicht geklappt. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Machen wir so lange, bis das klappt. So, Versuch Nummer 5. Oder so. Versuch Nummer 6. Komm schon, jetzt habe ich ein sehr gutes Gefühl. Eine große Kiste, da kommt mal alle her, versammelt euch mal. Papa dreht sich mal. Und wieder nicht. Und nochmal. Jeden Mal neu laden, reduziert wahrscheinlich das Spiel die Drop-Chance für das Ding. Ja, da liegt's. Geht doch. Nice. Super. Okay, klasse. Na, es geht doch. Dann können wir direkt nach Memphis und das Ding zusammenbauen. Schön. Da ist er schon. Artefakte auf Bestellung. Einmal die Todesrassel bitte. Einmal das. Einmal das. Und einmal das. 75.000. Geht ja. Geil. Artefakte sind mächtige magische Talismane, die ihren Besitzer mit einzigartigen Kräften ausstatten. Okay. Große und göttliche Artefakte können außerdem mächtige passive Fähigkeiten gewähren. Oh. Oh ja, gleich mal einiges mehr an, guck mal, Schaden pro Sekunde auf knapp 300 erhöht. Oh, 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 oh. Na gut. Vielen Dank. Geht doch, das war schön. So, das Auge können wir mal abgeben. Imhotep, altes Haus. Ah, das Auge des Chaos und die Hand des Gleichgewichts. Zusammen bilden sie das Zepter der Ewigkeit. Ein Artefakt von großer Macht. Jetzt wollen wir uns beeilen und die Zeremonie begehen. Na, dann mach mal. Ey, guck mal, wir haben 2 Attributspunkte nochmal bekommen. 4 Stück haben wir jetzt. Können wir aber immer noch 4 Punkte. Ich mache jetzt mal auf 250 Stärke. Dann mache ich hier mal ein bisschen Gesundheit. So. Das kann nicht sein. Wie konnten wir versagen? Oh. Alles, was wir versucht haben, war umsonst. Es ist mir klar, dass die Götter uns nicht helfen können. Jetzt sind wir wahrlich auf uns allein gestellt. Wir dürfen niemals aufhören, es weiter zu versuchen. Der Telkine, der in Ägypten sein Unwesen treibt, hat viele Orte verwüstet, die vom Orden des Prometheus bewacht wurden. An diesen Orten werden mächtige Artefakte aus dem alten Krieg aufbewahrt. Ganz bestimmt sucht der Telkine etwas. Wegen der geheimnisvollen Kräfte dieser Artefakte hat der Orden diese Orte seit Tausenden von Jahren bewacht.
Es gibt jetzt nur noch einen Ort in Ägypten, der noch unberührt ist. In meiner Blindheit habe ich all dies übersehen, denn ich glaubte, die Götter würden uns retten. Ich war ein echter Narr. Du musst zum Grab des Ramses gehen, dem letzten Ort im Tal der Könige. Fahre den Nil hinauf nach Theben und von dort zum Tal und zum Grab. Achte auf Spuren, die der Telkine auf seinem Weg hinterlassen hat. Was immer er auch sucht, er darf es nicht in die Hände bekommen. Wenn du diese Aufgabe erledigt hast, treffen wir uns in Theben. Nun, da wir bei der Rettung der Menschheit nicht auf die Götter zählen können, müssen wir auf unsere Helden zählen. Gehe jetzt. Jawohl, ab nach Theben, ja geil. Irgendwas bekommen? Hier nochmal? Nö. Okay. So. Weiter geht das Monster prüfen. Oh, hier wieder Echsenmenschen. Gefällt mir mal sehr gut hier mit dem Gras. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir endlich mal so ein Artefakt da hergestellt haben. Der obere Nil. Auf jeden Fall gut zu Bruch hier, die Gegner. Zack, zack, ein Schlag. Okay, wunderbar. Ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.